Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, ich möchte Sie auch im Namen meiner Mitredner recht herzlich zum heutigen Kolloquium begrüßen. Langhaltende Niederschläge im Sommer 2021 führten zu einer kritischen Hochwasserlage. Wir möchten Ihnen heute darüber berichten, wie Swisstopo in Zusammenarbeit mit seinen Partnern betroffene Kantone für die Bewältigung und Dokumentation in zwei unterschiedlichen Fällen unterstützt hat. Das ist einmal in einer sogenannten klassischen Foren passiert und einmal mit sogenannten neuen Möglichkeiten. Zu Beginn noch zwei, drei generelle Bemerkungen. Das Kolloquium findet heute hybrid statt, also es hat ein paar Leute vor Ort, es gibt Publikum im Saal und gleichzeitig gibt es Sie alle, die online da noch zuschauen. Ich bin gespannt, wie diese hybride Form funktionieren wird. Das Kolloquium wird aufgezeichnet, wie die letzten übrigens auch, und wird dann zusammen mit der Präsentation auf der Kolloquiumsseite von Swisstopo zur Verfügung gestellt werden. Fragen und Bemerkungen können für die Leute, die online zugeschaltet sind, fortlaufend im Chat eingegeben werden. Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, hier vor Ort Fragen zu stellen. Wir werden diese am Schluss des Kolloquiums beantworten und diskutieren. Zum Programm. Wir sind fünf Vortragende. Ich bin Matthias Zesiger, ich bin der Leiter des Teilprozesses Kriseninformation und NPOC. Ich werde Ihnen zuerst einen kurzen Überblick über die Dienstleistung Rapid Mapping geben. Den Teil Hochwassersituation 21 und die Aktivitäten von Swisstopo. Rapid Mapping werden von meinen Kollegen Christoph Rohner, er ist Fachspezialist Fernerkundung, und Carlo Bosco, er ist Vertreter des Flugdienstes, präsentiert. Einmal mit Fokus Weltall und einmal beim klassischen Rapid Mapping Einsatz, insbesondere mit den fliegerischen Aspekten. Die beiden Kollegen des BAFUS werden aus dem Homeoffice zugeschaltet, um dann einen Beitrag zur Bedeutung von Rapid Mapping für die Ereignisbewältigung und Ereignisdokumentation zu leisten. Das sind Markus Müller, er ist der Bereichsleiter Ereignisbewältigung, und Wolfgang Ruf, er ist der Vertreter Fachbereich Ereignisdokumentation. Abschließend werden wir das Kolloquium mit Fragen und einem kurzen Ausblick. Gut, dann beginne ich mit dem kurzen Überblick über die Dienstleistung Rapid Mapping. Die Definition dieser Dienstleistung lautet folgendermaßen: Es ist eine Dienstleistung des Bundes zur zeitgerechten Erhebung und/oder Bereitstellung von Geodaten. Es ist eine Dienstleistung im Fall von großflächigen Naturereignissen und sie dient dem Zweck der Ereignisdokumentation und in gewissen Fällen auch der Ereignisbewältigung. Die Dienstleistung wird in Zusammenarbeit von drei Bundesstellen angeboten. Das ist das Bundesamt für Umwelt, BAFU, die Nationale Alarmzentrale NATS und Swisstopo. Das Ziel der Dienstleistung ist, dass die zuständigen Stellen auf allen föderalen Stufen bei der Beurteilung und Dokumentation der Auswirkungen von Naturereignissen aktiv unterstützt werden. Dabei gibt es klare Vorgaben, wann Rapid Mapping zum Einsatz kommen kann und wann Rapid Mapping nicht zum Einsatz kommen kann. Die Vertreter des BAFU werden dazu später noch genauere Informationen liefern. Die Rollenverteilung bei dieser Zusammenarbeit sieht folgendermaßen aus: Das BAFU deckt die Ereignisdokumentations- und Analyse ab, also ist im Teil Fachverbund Fachschiene aktiv. Und was ganz wichtig ist, das BAFU ist der Auftraggeber für uns. Also wir als Swisstopo, wir starten nicht einfach so, sage ich jetzt mal, einen Rapid Mapping Einsatz, sondern wir machen das im Auftrag des BAFU, wenn wir das Go von Ihnen erhalten. Die Nationale Alarmzentrale deckt die Schiene des Führungsverbundes ab, ist zuständig für die Ereignisbewältigung und die Lagedarstellung. Wie Sie hier auf dem Diagramm sehen können, arbeiten Führungs- und Fachschiene idealerweise auf den unterschiedlichsten Stufen zusammen und es findet auch eine Zusammenarbeit zwischen den Stufen ab. Wie gesagt, schlussendlich kommt es gebündelt, wird es beim BAFU. Dort wird entschieden, ob ein Antrag von Kantonen zum Beispiel
ob dem stattgegeben wird oder nicht und ob ein Auftrag ausgelöst wird oder nicht. Wir als Swisstopo, wir sind das Geoinformationszentrum des Bundes. Wir betreiben den National Point of Contact for Satellite Images, NPOC, und können in dieser Funktion dort auch auf die International Charter Space and Major Disasters zugreifen. Wir werden dazu im Laufe des Kolloquiums noch mehr berichten, was das genau ist. Sämtliche Beteiligte, also BAFU, NATS und auch wir, sind 24/7, also rund um die Uhr, sind wir erreichbar über verschiedene Organisationseinheiten. Bei uns bei Swisstopo ist das der Bereitschaftsdienst Rapid Mapping. Das ist ein permanenter Eintrittspunkt. Und dort geht es vor allem darum, oder die Hauptaufgabe dort, oder die Hauptherausforderung, so muss ich das vielleicht formulieren, ist, dass alle Mitarbeitenden des Bereitschaftsdienstes die gleiche Sprache sprechen. Insbesondere, was kann Rapid Mapping und was kann Rapid Mapping nicht, ist dort von zentraler Bedeutung, dass wir wirklich alle vom Gleichen sprechen. Entsprechend müssen wir Abläufe, Vorlagen und so weiter, das müssen wir sehr genau diskutieren, definieren, auch in Absprache mit unseren Partnern. Wir müssen das beschreiben, kommunizieren und vor allem auch üben. Wie sieht der Auftrag an uns konkret aus? Wir sind zuständig für die Erfassung und Bereitstellung von Geodaten. Wenn wir hier in dieser Darstellung auf der rechten Seite sehen Sie den Kreislauf des integralen Risikomanagements. Ich habe versucht, dort die verschiedenen Einsätze oder Beiträge von Swisstopo auch zu referenzieren, zu platzieren. Also einerseits können wir mit den sogenannten Pre-Disaster-Daten, das sind Daten, die vor einem Ereignis vorliegen, können wir einen Beitrag zu Prävention und Vorsorge leisten. Pre-Disaster-Daten von Swisstopo, das ist nichts anderes als die Geobasis-Daten von uns und übrigens auch anderen Bundesstellen. Die Post-Disaster-Daten, das sind diejenigen, die eben nach einem Ereignis erfasst werden, um das Ausmaß des Ereignisses zu dokumentieren oder zu zeigen. Die können für zwei Bereiche eingesetzt werden. Das ist einerseits für die Ereignisbewältigung und andererseits für die Ereignisdokumentation. Bei der Ereignisbewältigung ist sowohl die Zeit für die Erfassung als auch für die Bereitstellung der Daten von elementarer Bedeutung. Also sprich, dort hätten natürlich die Einsatzkräfte gerne möglichst schnell ein Bild. Aufgrund des Zeitbedarfs, den wir schlussendlich einfach haben, ist es bei diesem Teil Ereignisbewältigung kaum realistisch, dass wir im Teil Einsatz einen Beitrag leisten können. Wo wir aber einen Beitrag leisten können, ist in der Phase der Instandstellung. Also sprich, bei der Ereignisbewältigung können wir einen Beitrag leisten und das ist, woher Rapid Mapping ursprünglich auch kommt, der Fokus liegt in dem Sinn nach wie vor bei der Ereignisdokumentation. Dort geht es vor allem darum, dass die Datenerfassung zeitnah nach einem Ereignis passiert, so dass möglichst alle Spuren, alle Verheerungen oder was sich da dann auch alles gegeben hat nach einem Naturereignis dokumentiert sind. Die Bereitstellung, die macht uns dort bezüglich zeitlichem Faktor deutlich weniger Kopfzerbrechen oder ist eine deutlich kleinere Herausforderung, da dies nicht zeitkritisch ist. Diese Daten werden dann später für die Lehren, für zukünftige Ereignisse zum Beispiel eingesetzt und bieten eine wichtige Grundlage für die Gefahrenbeurteilung. Bei der Definition der Rapid Mapping Produkte von Swisstopo gibt es zwei zentrale Überlegungen eigentlich. Das eine ist mal, was können wir? Also wir können Bildprodukte herstellen, wir können Geodaten herstellen. Ja, das können wir, selbstverständlich. Aber was wir nicht können, ist eine Fachinterpretation dieser Daten anbieten. Das heißt, die Interpretation der von uns zur verfügten Daten, die liegt nach wie vor bei den Fachspezialisten, beispielsweise beim BAFU oder bei Kantonen. Und das andere, natürlich auch sehr, sehr wichtige, ist überhaupt die andere Frage, ist, ja, was braucht es denn überhaupt? Was wollen die Kundinnen und Kunden? Und dort liegt der Fokus auf der Dokumentation dieser Naturereignisse. Und dort stellt sich eben die Frage, welche Bedürfnisse und Anforderungen existieren.
Was dort von elementarster Bedeutung ist, ist die Bodenauflösung. Sie sehen hier diese drei Darstellungen von einem Luftbildausschnitt in den unterschiedlichen Auflösungen und ich hoffe, dass Sie erkennen können, was das bedeutet, wenn wir von einer Auflösung von 10, 20 oder 40 cm sprechen. Jetzt könnte man sagen, ja, wir brauchen einfach immer die beste Auflösung, weil da sieht man am meisten. Das ist schon ein Ansatz, das ist klar, aber das funktioniert insbesondere im Kontext von Rapid Mapping dann in der Regel sehr schlecht, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, Rapid Mapping soll zum Einsatz kommen bei großflächigen Naturereignissen. Je besser die Bildauflösung ist, desto aufwendiger wird die Datenerfassung. Also wir brauchen dort viel, viel mehr Zeit, um die Daten überhaupt zu erfassen. Und das zieht sich dann weiter bei der Produktion, Publikation und so weiter. Also es gilt dort eigentlich einen goldenen Mittelweg zu finden zwischen den Anforderungen bezüglich Auflösung als auch der Realisierbarkeit im entscheidenden Fall. Weil die best aufgelösten Bilder nützen dann nichts, wenn sie erst nach der Instandstellungsphase oder nach dem potenziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden können. Dieser goldene Mittelweg, der ist überlegt, der ist definiert, der ist besprochen und wir müssen uns alle einfach immer bewusst sein, dass zum Zeitpunkt X, wenn dann ein Ereignis stattgefunden hat, möglicherweise oder sogar wahrscheinlicherweise dieser Idealfall nicht umgesetzt werden kann. Also das heißt immer, wir müssen den Idealfall dann mit der Realität halt auch abgleichen und da passieren zum Teil auch erfreuliche Sachen. Ein kleines Beispiel war ein Lawineneinsatz im Januar 2019. Mit dem BAFU wurde mal definiert, für die Lawinen eine Bodenauflösung von 20 cm angestrebt werden sollte. Schlussendlich wurden dann Daten mit einer Auflösung von 1,5 Meter aufgenommen. Dafür konnte an einem Tag eine Fläche von 10.500 Quadratkilometer abgedeckt werden. Und die Analysen beim SLF haben dann gezeigt, dass die Datengrundlage zwar für die Erfassung oder Erkennung von Lawinen nicht perfekt war, aber doch sehr wertvoll war. Wie sieht das nun konkret aus, die Produkte, diese Bildprodukte bei Swisstopo? Wir sprechen hier übrigens von Basisprodukten. Es gibt drei Arten, das sind einerseits die Einzelbilder, das sind Schräg- oder Senkrechtaufnahmen mit einer minimalen Geolokalisierung. Diese dienen der einfachen Übersichtsgewinnung. Das nächste Produkt nennt sich Quick Orthophoto. Das ist ein Orthophoto-Produkt, das sehr schnell verfügbar ist, was auf Kosten der Genauigkeit und der Ästhetik geht. Also dort liegt wirklich der Fokus bei der Ereignisbewältigung, möglichst schnell ein Orthofoto rauslassen, sieht nicht so schön aus, ist nicht wahnsinnig präzis, aber kann eben trotzdem einen wichtigen Beitrag leisten. Und das letzte Produkt, das wir anbieten, ist das Orthofoto. Das ist ein vollständig verarbeitetes Orthofoto, wie wir das beispielsweise von Swissimage kennen. Das ist zeitlich deutlich nach dem Quick-Ortho verfügbar. Ist aber, wie auch schon erwähnt, zeitlich nicht kritisch und dient entsprechend der Ereignisdokumentation. Ich habe vorhin kurz diese Basisprodukte angesprochen. Wir haben das in dem Sinn so formuliert, das heißt, es könnte durchaus auch Weiterentwicklungen geben. So könnten zum Beispiel, oder gibt es Bestrebungen, das sehen wir dann später auch bei der Präsentation von Carlo, dass man, einfache Layer, die keiner Fachinterpretation bedürfen, dass die auch von uns abgeleitet werden können oder es könnte auch sein, dass die Dienstleistung Rapid Mapping beispielsweise für die Bedürfnisse des Bevölkerungsschutzes, der NATS, über diese Naturgefahren alleine hinaus definiert werden. Dort geht es einfach darum, dass wir Bedürfnisse entgegennehmen, das diskutieren und dann, je nachdem, ob das Sinn macht und realisierbar ist oder erscheint, machen oder auch nicht. Bei den Bilddaten ist noch wichtig zu sagen, woher kommen die überhaupt? Wir haben hier vier Möglichkeiten. Die können von Satellit, Flugdienst, Helikopter oder Kleindrohne kommen. Ich habe die Drohne hier in Klammer gesetzt. Einfach noch einmal, wir sprechen an sich von großflächigen Naturereignissen. Drohnen sind prinzipiell für kleinräumige Aufnahmen einsatzfähig. Nichtsdestotrotz könnten die mal interessant werden. Was uns ganz wichtig ist im Kontakt mit den Kunden,
ist, dass wir wirklich von Bilddaten sprechen. Die Aufnahmeplattform soll für die Kunden nicht relevant sein in dem Sinn. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Erstens möchten wir nicht in Diskussionen geraten, weil das schlicht und einfach immer Zeit braucht. Und das andere ist, wir stellen immer wieder fest, dass insbesondere bei der Verwendung von Satellitendaten eine starke Zurückhaltung, zum Teil eine starke Zurückhaltung bei gewissen Kunden feststellbar ist. Dies einfach, weil, also wir gehen davon aus, diese Personen haben kaum Berührung bisher gehabt mit Satellitendaten, sie kennen das nicht. Und ja, eben, wenn wir gerade bei Satelliten sind, die stellen heute oder bieten ein großes Potenzial bezüglich Verfügbarkeit, Aufnahmeflächen und auch bei der Bildauflösung gab und gibt es nach wie vor große Entwicklungen. Also wir sind dort mittlerweile bei einer Bildauflösung von 30 cm bei kommerziell verfügbaren Satellitendaten. Also sprich, mit dieser Diskussion, die wir nicht führen möchten im Ereignisfall, möchten wir uns einfach nichts verbauen, indem sie noch nicht Zeit verlieren. Bei allen Plattformen gibt es Abhängigkeiten von äußeren Plattformen. Das kann das Wetter sein, die Verfügbarkeit, Flugbewilligungen und so weiter. Da werden Christoph und Carlo bei den Präsentationen noch mehr dazu sagen. Ich habe bereits zweimal oder noch mehr den Begriff NPLC erwähnt oder Sie haben den gesehen auf den Folien. Darum mache ich hier ganz, ganz einen kurzen Überblick, was das ist. Der NPLC, das ist der National Point of Contact for Satellite Images. Was ist das? Es ist ein öffentlicher Dienst des Bundes. Es ist die nationale Anlaufstelle für Satellitendaten, für Schweizer Behörden, Forschungsinstitutionen, Unternehmen und private Nutzer. Der NPLC fördert die Nutzung von der Erdbeobachtung in der Schweiz und es gibt noch ein Teil. Also der wird zweigleisig gefahren. Es gibt einen Teil bei uns, ein Teil ist bei der Universität in Zürich, wo es eine wissenschaftliche Beratung geben kann bei Bedarf. Was machen wir konkret bei Swisstopo für den NPLC? Wir beraten, wir produzieren Daten aus Satelliten, Produkte aus Satellitendaten, leisten einen Beitrag zur Umweltbeobachtung. Wir vertreiben Daten, also wir suchen, bestellen, prozessieren und vertreiben Daten auf Wunsch von unseren Kunden. Und eben der Rapid Mapping Teil ist da natürlich auch eingeschlossen, die Daten auf Erfassung, Aufbereitung und Publikation und auch das Abdecken der Bedürfnisse, die wir mit der International Charter unter Umständen abdecken könnten. Was Sie hier übrigens sehen, diesen weißen Vogel da, das ist genau diese Aufnahme vom 16. Januar 19, diese Lawinenaufnahme, diese große Fläche von 10.500 Quadratkilometer. So. Zurück zu Rapid Mapping bei Swisstopo, Publikation und Vertrieb dieser Daten. Die erfolgen über die Geodateninfrastruktur des Bundes. Das Kernstück für Rapid Mapping ist der Geodatenviewer. Dort drin sind die Geobasisdaten von Swisstopo ja sowieso publiziert. Also sprich, wir haben eine ideale Basis für die Pre-Disaster-Daten. Und wir können die Post-Disaster-Daten dort schnell und einfach auch integrieren und darstellen und mit den Vergleichsoptionen kann man da eben dann sehr schön unterscheiden zwischen einem Sommerbild 2018 mit vielen Badtüchern und Badenden versus dem Sommerbild 2021, wo dann diese Biberschläuche da sind und große Teile dieses Freibades überschwemmt sind. Der Datenbezug erfolgt auch über die BGDI und eine wichtige Rahmenbedingung ist auch bei Rapid Mapping das OGD, Open Government Data. Rapid Mapping betreibt ein eigenes Portal. Dort drüber gibt es, dort ist eine Beschreibung der Dienstleistung an sich verfügbar. Es ist geschrieben, wie eben zum Beispiel beispielsweise Kantone einen Rapid Mapping Einsatz beantragen können. Es gibt Informationen zur aktuellen Lage. Hier sehen wir noch gerade den letzten Einsatz dieses Waldbrands Gamboronio. Und auch der Datenzugang ist über dieses Portal gewährleistet, wo man sich Daten anschauen kann, wo man Links kriegt und so weiter und so fort. So, damit habe ich den kurzen Überblick Rapid Mapping abgeschlossen und übergebe sehr gerne an meinen Kollegen Christoph Rohner. Vielen Dank, Matthias. Ich übernehme jetzt und stelle diesen Charter Call vor, also den Einsatz der Satelliten im Falle des Hochwassers vom letzten Sommer. Zum Hintergrund,
Was war die Ausgangslage? Wir hatten ab der zweiten Junihälfte eine Schneeschmelze mit immer wieder intensiven Gewittern, teilweise auch vielem Hagel. Dann gab es eine gewisse Entspannung, bis dann anfangs Juli wieder intensive und gewitterige Niederschläge stattfanden und schlussendlich dann zwischen dem 12. und dem 15. Juli das Hauptereignis passierte. Dadurch, durch diese lang andauernden und immer wieder intensiven Niederschläge, gab es zwar kein Spitzenabflussereignis wie zum Beispiel im 2005, also es gab nicht einen einzelnen extrem hohen Peak, sondern es gab über die lange Zeitdauer eine sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohe Volumen in den Flüssen, in den Seen, was insbesondere eben bei den Gewässern zu Problemen führte. Wir sehen das auch hier auf diesen Diagrammen. In der Karte in der Mitte sehen Sie die Abflussspitzen im August 2005, links diejenigen des Jahres 2021. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass im Unterschied zu 2005 gab es eben keine extrem hohen Abflussspitzen über die ganze Schweiz verteilt, sondern sie waren einigermaßen lokal bei den großen Seen, bei den großen Flüssen. Und ganz rechts sieht man im Diagramm noch in orange-gelb die Abflussvolumina bei der Reuss in 2021 und in violett diejenigen in 2005. Und auch dort sieht man, es gab über die ganze Zeitdauer von Mitte Juni bis dann Mitte Juli ein deutlich höheres Volumen, wobei die Abflussspitze dann um den 15. Juli ungefähr die gleiche Höhe erreichte. Also es war effektiv kein übermäßig extremer Abfluss. Das war eine Wiederkehrperiode von ungefähr 30 Jahren, aber es gab einfach extrem hohe Volumina über die ganze Zeit. Zudem, die Schäden beliefen sich auf etwa 1 Milliarde Schweizer Franken. Dabei waren aber insbesondere Hagel und Sturm die Hauptursache, weniger die Gewässer. Trotzdem war es das schadensreichste Ereignis seit 2007. Das nochmals schnell chronologisch, das auf der linken Seite, das habe ich schon erklärt, eben mit der Schneeschmelze, mit den Gewittern. Wir hatten dann am 15. Juli wurde dann entschieden, dass man diesen Charter auslöst, wobei dann in den folgenden Tagen nach diesem 15. Juli die Aufnahmen der Satelliten geschahen. Eine Woche später entschied man sich dann für die Auslösung des Rapid Mappings, dies mit dem Hintergrund, da die Aufnahmen während der maximalen Abflussmenge von 750 Kubikmetern pro Sekunde aus dem Bielersee erfolgen sollte. Das sind ungefähr 100 Kubikmeter die Sekunde mehr als sonst im Maximum. Und man erwartete insofern Schäden entlang der Aare. Deshalb sollte zu diesem Zeitpunkt dann das Rapid Mapping geschehen. Es konnte dann aus Gründen, welche Carlo im Anschluss noch erklären wird, nicht die ganze Fläche abgedeckt werden, worauf man, also deshalb musste man eigentlich später nochmals fliegen. Gleichzeitig sah man aber auch, dass trotz der enormen Abflussmenge eigentlich keine Schäden entstanden und man deshalb auch diese Abflussmenge bei diesen 750 Kubikmeter pro Sekunde beließ, worauf man dann auch eine Woche später nochmals das Gebiet befliegen konnte und die fehlenden Flächen noch abdecken konnte. Wie gesagt, am 15. Juli kam die Anfrage der Abteilung Naturgefahren des Kantons Bern, weil man eben den Pegelhöchststand für den 16.07. erwartete und man fragte deshalb an, ob es möglich sei, eine Aufnahme zum Zeitpunkt des Seepegelhöchststandes durchzuführen. Es zeigte sich dann schlussendlich, dass sie sich um etwa
24 Stunden täuschen. Der absolute Pegelhöchststand war dann am 17.07. Und gleichzeitig wurde aber vom Kanton Bern auch gesagt, dass ein Rapid Mapping nicht zwingend notwendig wäre, aber es sei sicherlich sehr interessant. Aus diesem Grund entschlossen wir uns als Beitrag zur Ereignisbewältigung, aber auch zur Ereignisdokumentation einen solchen Charter Call auszulösen, mit dem Fokus auf eine Aufnahme an dem Wochenende vom 16. und 17. Juli. Zur Verfügung standen optische als auch Radarsatelliten. Und das Ziel vom Ganzen sollte sein, dass wir die Abläufe kennenlernen, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von einem solchen Charter Call effektiv kennenlernen. Also eigentlich eine Einsatzvorbereitung für die Zukunft. Da habe ich schon einige Male, oder das ist schon einige Male das Wort Charter gefallen. Ich werde jetzt einige Worte darüber verlieren, was das genau ist. Dies ist eine freiwilliges Abkommen von Weltraumagenturen der Welt, welche sich dazu bereit erklärten, nach dem Prinzip des Best Effort nach großen Katastrophen die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Diese Unterstützung soll die unmittelbare Reaktion, also eben die Ereignisbewältigung, unterstützen. Dabei werden die Satellitendaten zwar freiwillig, das heißt, die Aufnahmeplanung ist nicht bindend, je nachdem kriegt man Satellitendaten oder sie werden eben nicht aufgenommen, aber trotzdem prioritär aufgenommen, das heißt, diese Agenturen, wenn sie die Kapazitäten haben, richten ihre Satelliten auf die betroffenen Gebiete aus und nehmen spezifisch diese Gebiete dann auf. Diese Aufnahmen werden anschließend kostenlos zur Verfügung gestellt, den Organisationen. Gleichzeitig dürfen diese Bilddaten dann aber nicht als Rohdaten gleich weitergegeben werden, sondern nur in einer verarbeiteten Version, also sei es als Schadenskarte oder sonstigen abgeleiteten Produkten, aber nicht die Rohdaten. Dies unterscheidet insbesondere den Charter vom Rapid Mapping. Insbesondere beim Rapid Mapping ist das Ziel, Bilddaten zu haben. Dies ist eben beim Charter Call nicht möglich. Gleichzeitig sind die Produkte auch nicht publiziert auf map.geoadmin.ch, sondern eben über die Seite der Charter, also in diesem Fall disasterscharter.org. Die Charter wurde bisher seit 2000 ungefähr 700 Mal aktiviert. Prinzipiell können damit Naturereignisse, aber auch anthropogene Ereignisse abgedeckt werden. Sie haben gehört, Überschwemmungen, auch Waldbrände und viele weitere Sachen können damit abgedeckt werden. Es sind Stand 2022 17 Weltraumagenturen mit beteiligt. Innerhalb der Charter gibt es diverse Rollen, wovon die SwissTopo drei einnimmt. Einerseits ist die SwissTopo in Kompetenzdelegation der NATS der Authorized User, das heißt, wir sind die Stelle, die nach Absprache mit dem BAFU diesen Charter Call auslöst. Gleichzeitig übernehmen wir auch die Rolle des Project Managers, das heißt der Person, die eigentlich alles koordiniert, sowohl das Value Adding als auch die Verteilung schlussendlich der Produkte zu den End-Usern. End-Usern in unserem Fall wären die Fachstelle Naturgefahren oder Katastrophenschutzbehörden oder eben eigentlich das NATS in der Schweiz. Und zuletzt übernehmen wir auch die Funktion des Value Adders, also der Stelle, die aus den Bilddaten die Produkte ableitet. Dies haben wir übernommen, zusammen mit der UNOSAT, die uns dabei unterstützt hatte. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind eben optische Satelliten, das sind eigentlich herkömmliche bildgebende Satelliten.
welche im visuellen Bereich, respektive auch im nahen Infrarot operieren. Das heißt, sie sind anfällig auf Wolkenbedeckung, was insbesondere bei starken Niederschlägen häufig ein Problem darstellt. Es gibt auch Radardaten. Radardaten sind aktive Systeme. Sie beleuchten also die Szene selbst. Dadurch sind sie allwettertauglich. Sie sind auch nachttauglich und insofern für Hochwassersituationen mit Wolkenbedeckung durchaus geeignet, um hier einen Beitrag zu leisten. Die abgeleiteten Produkte sehen Sie hier. Wir haben aus zwei Produkten, zwei Radarsatellitenprodukten, Karten erstellt. Dies geschah in einer Zeit von ungefähr 24 Stunden nach Aufnahme. Das Resultat, wenn man hier hineinzoomt zur Petersinsel, zeigt eigentlich ganz schön, man sieht die Schwerpunkte, man sieht die überschwemmten Gebiete. Es gibt also gewisse Hinweise auf die Lage von Überschwemmungsflächen. Allerdings die Details sind mit einer gewissen Vorsicht zu nehmen. Es sind mehr operativ strategische Informationen, nicht taktische. Das heißt, der Feuerwehr am Boden bringen diese Informationen wahrscheinlich wenig, weil sie einfach nicht genau genug sind. Aber zumindest Schwerpunkte können damit gezeigt werden, respektive es liefert einen groben ersten Überblick über die Situation. Dasselbe sehen wir auch hier beim Kernkraftwerk Mühleberg. Auch dort, es gibt Überschwemmungsflächen, allerdings sieht man gleichzeitig auch, dass wahrscheinlich die Fläche zurückgegangen ist zwischen dem 16. und dem 18. Juli. Ob die Flächen jetzt exakt an dem Ort sind, noch unter Wasser, das allerdings ist nicht wirklich daraus zu sehen. Damit bin ich mit meinem Teil am Ende und übergebe an Carlo. Vielen Dank, Christoph. Ich möchte Ihnen nun am aktuellen Beispiel aus dem Hochwasser 2021 den Ablauf eines Rapid Mapping Einsatzes zeigen in unserer kleinen Welt beim Flugdienst oder wie das abgelaufen ist. Insgesamt war bereits vor dem Einsatz klar, dass der Auftrag für die Aufnahmen zwecks Dokumentation erteilt wurde und keinen direkten Einfluss auf die Bewältigung dieses Ereignisses hat. Insofern, wie bereits erwähnt, vorher hat dieser Einsatz uns geholfen, die Abläufe zu festigen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Zuerst möchte ich kurz auf die Mittel von Swiss Topo eingehen. Hier zu erwähnen, die Luftwaffe betreibt zwei speziell umgebaute Luftfahrzeuge, welche Swiss Topo als Plattform für die Luftaufnahmen dienen. Eine Viking Air, vormals De Havilland Twin Otter, und eine Beach King Air. Die beiden Kameras, ADS 100, sind jeweils fix eingebaut, können aber bei Bedarf flexibel ausgebaut werden. Sie stehen während dem Flug auf der fotogrammetrischen Aufhängevorrichtung, kurz PAV genannt, welche alle Änderungen in der Quer-, Hoch- und Längsachse korrigiert. Angesteuert wird diese Kamera mittels Touchscreen-Bildschirm, den Sie da sehen, und der Flugingenieur von Swiss Topo bedient diese Kamera. Zusätzlich ist Swiss Topo Mitglied im Helikopterverbund der Kantonspolizei Zürich, welche ein Airbus H125, genannt Ecureuil, betreibt. Ein 3D-LiDAR-Scanner kann modular angebracht werden und neben den Laserdaten, die diese LiDAR-Scanner liefert, ist eine Kamera im Modul eingebaut, welche zeitgleich Senkrechtaufnahmen erstellt und für unsere Orthofotoproduktion verwendet wird. Gesteuert wird diese Einheit ebenfalls über einen speziellen Laptop, der durch einen Operator gesteuert wird, welcher hinter dem Piloten Platz nimmt. Zusätzlich haben wir eine Kamera mit dabei während dem Flug, sodass wir auch Schrägaufnahmen, welche Sie auch bereits, wo Sie bereits Beispiele gesehen haben, aufnehmen können. Es braucht verschiedene Aspekte und Schritte für die Durchführung eines Rapid Mapping
Einsatzes zu berücksichtigen. Jetzt zeige ich Ihnen einige Folien. Sie sehen oben eingeblendet die verschiedenen Schritte und ebenfalls wird jeweils unterteilt. Auf der linken Seite sehen Sie, wie das standardmäßig geplant und durchgeführt wird und auf der rechten Seite jeweils zum aktuellen Ereignis von 2021, wie das dann umgesetzt wurde. Genau, wie eingangs bereits erwähnt, werden diese drei Produkte oben links, also Einzelbilder, Quick Orthofoto und Orthofoto angeboten. Und unten sehen Sie zum Vergleich, die ADS-100 besitzt zusätzlich zu den Farbkanälen noch einen Nahinfrarotkanal. Statt Einzelbilder wird die Landschaft ähnlich wie bei einem Scanner, das heißt auch, ist auch ein Push-Boom-Scanner aufgenommen. Und diese jeweils in drei verschiedene Richtungen, also nach vorne, nach unten und nach hinten. Im Vergleich dazu der Riegel VP1 erstellt überlagende Einzelbilder. Die Aufnahmen oder bei den Aufnahmen wird darauf geachtet, dass möglichst wenige störende Elemente im Bild erfasst sind. Dies sind insbesondere Wolken, Wolkenschatten, Schnee sowie auch lange Schatten von Objekten oder Topografie. Ebenfalls unten sehen Sie dann auch den direkten Vergleich zu den Auflösungen und den verschiedenen Aufnahmegeschwindigkeiten. Im Juli war ein Orthofoto gefragt mit dringendem Aufnahmezeitpunkt. Sie sehen im Hintergrund das ganze Area of Interest, und zwar von der gesamten Aare, sprich vom Nidau-Büren-Kanal bis zum Stauwerk Lingnau. Und der Aufnahmezeitpunkt wurde angegeben mit heute, damals Freitag, 23. Juli oder Samstag, was mit der Abflussmenge zusammenhing. Auflösung zwischen 5 cm bis 10 cm. Und zusätzlich vom Vorteil ein Nahinfrarotkanal, was uns dazu bewegte, dann uns für den Einsatz mit der ADS-100 zu bestimmen. Ich komme zum nächsten Punkt, das wäre Sonnenstand. In der Fotografie ist Licht generell das A und O. Für Produkte von Swisstopo wird generell ein Minimum-Sonnenstand von 35 Grad über dem Horizont vorausgesetzt. Dies ist normalerweise nur zwischen März und Oktober der Fall, in der Schweiz bei uns in Breitengraden. Und mit der Zunahme der Tageslänge wird auch das Zeitfenster dann größer, um Aufnahmen zu erstellen, entsprechend diesem Sonnenstand. Im konkreten Fall vom 23. Juli habe ich hier unsere Planungs-Excel-Matrix eingeblendet. Wäre es also möglich, bis um 17.34 Uhr Lokalzeit noch zu fliegen, um diesen Qualitätsanspruch zu erhalten. Die zweitunterste Zeile zeigt auch die maximale Vermessungszeit für diesen Tag. Also hätten wir insgesamt 8 Stunden und 2 Minuten Zeit, um zu fliegen. Das Problem hierbei, was ich vorhin nicht erwähnt hatte, ist, der Auftrag kam am Vormittag des Freitags. Deshalb konnten wir das nicht den ganzen Tag bereits nutzen. Ich habe es vorhin erwähnt, Wolken haben einerseits einen Einfluss auf die Qualität des Bildes. Andererseits werden im Flug Minimalabstände zu Wolken und minimale Sicht vorausgesetzt. Die Voraussetzungen für die Sicht ändern sich ab einer bestimmten Flughöhe. Und neben diesen Abständen zu den Wolken muss auch der Abstand zu anderen Luftfahrzeugen eingehalten werden. Die Flughöhe für unsere Aufnahmen ergibt sich aus der Höhe des Terrains und der gewünschten Auflösung. Ich habe hier in der Tabelle einige Beispiele gemacht, damit Sie sich ein Bild machen können, was das dann bedeuten würde. Rechts sehen Sie nun die Prognosen für die beiden Tage, für die der Aufnahmezeitpunkt festgelegt wurde. Für den Freitag habe ich eine spezielle Karte aus der Fliegerei genommen. No Clouds Detected bedeutet keine Wolken detektiert. Cavokay ist ein Fachbegriff, wo relativ wenige oder die Wolkenbasis eine bestimmte Höhe hat, sodass eine gute Sicht vorausgesetzt ist.
Man sieht auf dem Bild auch, dass die Wolkenbasis sehr, sehr hoch ist. Also perfekte Flugwettervoraussetzungen für den Freitag vorausgesagt. Im Gegensatz zum Samstag, wo wieder Niederschläge mit Hagel vorausgesagt wurden. Der Samstag kam entsprechend nicht in Frage für die Befliegung und deshalb mussten wir mal schauen, wo unsere Ressourcen zu dem Zeitpunkt gerade so waren. Für den Flug braucht es diverses Equipment und Personal. Es braucht zum Beispiel ein Flugzeug, es braucht eine Kamera, es braucht aber auch einen Piloten, einen Mechaniker. Es braucht unter Umständen jemanden vor der Feuerwehr, es braucht jemanden, der die Piste freiräumt, es braucht jemanden, der die Vögel verscheucht und es braucht unter Umständen auch jemanden, der halt uns die Freigabe zum Start erteilt. Genau. Außerhalb der regulären Flugplatzbetriebszeiten, zum Beispiel am Wochenende, muss unter Umständen zusätzliches Personal aufgeboten werden, respektive ebenfalls mit uns zusammen in den Picketdienst beordert werden. Der Flugplatz muss in Betrieb sein oder zumindest keine anderen Aktivitäten stattfinden. Und bei schlechtem Wetter sind wir sowieso immer auf die Flugsicherung angewiesen. Ich habe hier eine Anzeige, wie Sie sich das etwa vorstellen können, wie die Einsatzbereitschaft aussieht von unseren Mitteln. Die Kameras und auch teilweise die Flugzeuge befinden sich außerhalb der regulären Flugsaison zwischen März und Oktober im Unterhalt. Die orange eingefärbte Zeit bedeutet, dass wir für Rapid Mapping Einsätze innerhalb einer Woche einsatzfähig sein müssen. Beim Helikopter sieht das etwas anders aus. Der ist rund um die Uhr permanent einsatzbereit, sprich es ist auch immer Personal zugewiesen. Hier muss man allerdings sagen, dass Blaulichteinsätze der Kantonspolizei jederzeit Vorrang haben. Die Situation am Freitag, 23. Juli, zeigte sich wie folgt. Ich habe oben wieder die Ressourcen, gelb das Flugzeug, weil die Twin Otter sich zu diesem Zeitpunkt gerade in einer Fotomission befand, als der Einsatz kam. Und die Flugsicherung ebenfalls gelb eingefärbt, weil die Flugsicherung noch gar nichts wusste von diesem Einsatz. Die Beach King Air befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Maintenance. Und wie ich eingangs erwähnt hatte, kam der Helikopter prinzipiell aufgrund der Größe und des Zeitrahmens nicht in Frage für diesen Rapid Mapping Einsatz. Gemeinsam mit der Crew des Flugzeugs in der Twin Otter wurde dann entschieden, dass die Twin Otter so schnell wie möglich zurückkehrt nach Dübendorf und wo sie dann auch um 12 Uhr Lokalzeit landen. Während die Twin Otter auf dem Rückweg war, wurde bereits mit der Planung begonnen. Auf der rechten Seite werden neben dem gefragten Zielgebiet auch sogenannte Ground Control Points berücksichtigt, deren exakte Koordinaten bekannt sind. Diese helfen im Anschluss, die Bilder korrekt zu orientieren. Nach Abschluss dieser Planung wird diese auf die linke Seite in das LUBIS überführt, in welchem die gesamte Flugplanung verwaltet wird. Daraus wiederum erstellen wir Flugkarten, um diese bei der Flugsicherung anzumelden. Damit alle vom gleichen sprechen, verwenden auch alle dieselbe Karte. Auf der linken Seite einfach ein Beispiel für unsere normalen Vermessungsflüge und auf der rechten Seite das aktuelle Beispiel für den Einsatz im Juli. Die eigentliche Anmeldung geschieht anschließend über ein Tool der Flugsicherung. Übrigens bei dieser Anmeldung haben wir dann auch festgestellt, dass der bestehende Prozess dieses Tools, das erst seit einem Jahr im Einsatz ist, noch nicht auf diese kurzfristige Anmeldung ausgerichtet ist und dass die Dringlichkeit auch auf verschiedenen Stellen noch nicht gleich wahrgenommen wurde. Entsprechend haben wir diesen Prozess bereits angepasst. Das ist also die erste direkte Konsequenz aus diesem Einsatz. Nun gebe ich Ihnen einen kurzen Crashkurs in Luftraum, nur ganz kurz. Unsere Flüge werden generell als sogenannte Special Flights kategorisiert. Das bedeutet, dass wir während der Fotomission uns nicht an die standardisierten Routen halten können. Dies betrifft Rapid Mapping Einsätze genauso wie unsere normalen Vermessungsflüge.
Grundsätzlich gibt es zwei Luftstraßen, hier violett eingefärbt, und die militärischen Trainingsräume. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, in der französischen Seite zusammen mit der französischen Luftwaffe zu trainieren. Im kommerziellen Luftverkehr gilt normalerweise Rechtsvortritt, oder ich sage Rechtsverkehr und Rechtsvortritt, beides. Und die Routen in der Schweiz verlaufen so, wie Sie das jetzt hier sehen. Die Luftwaffe fliegt in den Trainingsräumen, kann aber unter Umständen auch Kontrollen in den zivilen Lufträumen vornehmen. Die Lufträume sind dann jeweils so besetzt. Insgesamt können Sie sich das etwa so vorstellen. Nun nochmal, wieso dass unsere Flüge als Spezialflüge zählen. Eben wie gesagt, wir fliegen quer zu all diesen Routen und entsprechend brauchen wir eine Spezialbewilligung für unsere Flüge. Neben der horizontalen Einteilung, die Sie gerade gesehen haben, wird der Luftraum vertikal auch in verschiedene Klassen unterteilt, welche wiederum verschiedene Regeln und auch Voraussetzungen haben. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen kontrollierten und unkontrollierten Lufträumen. In kontrollierten Lufträumen braucht man eine Freigabe durch die Flugsicherung. Die Luftraumklasse E, ECO genannt, gilt als kontrolliert. Darin können sich aber gleichzeitig auch Luftfahrzeuge ohne Bewilligung oder ohne Freigabe bewegen. Etwas kompliziert. Je nach Auflösung bewegen wir uns grundsätzlich in all diesen Luftraumklassen. Das ist eine vereinfachte Darstellung. Etwas realistischer ist diese Darstellung. Was ich hiermit zeigen will, ist, dass es auch kontrollierte Lufträume gibt, die bis zum Boden gehen, und auch diese gelten als kontrolliert. Das heißt, wir brauchen dafür auch eine Freigabe. Natürlich kennt der Rapid Mapping Einsatz keine Luftraumgrenzen, sondern nur das zu befliegende Objekt am Boden. In unserem Fall waren verschiedene Luftraumkategorien und Luftraumsektoren betroffen. Einerseits die Anflugkontrolle von Bern, dann ein großer Teil kontrollierter Luftraum ECO. Hier gibt es vor allem zum Beispiel Anflüge auf Les Eplatures oder auf Grenchen oder auch auf Bern, die sich da bewegen, nach Instrumentenflugregeln. Und wir müssen schauen, dass wir denen nicht in die Quere kommen. Dann gab es einen Teil kontrolliert durch Basel und schließlich noch einen Teil kontrolliert durch Zürich. Unsere Swiss-Topo-Flüge genießen eine hohe Priorität in den Lufträumen. Der zivile Luftverkehr, hier besser als der kommerzielle Luftverkehr verstanden, hat jedoch weiterhin Vorrang. Dies führte dazu, dass uns der Einflug in Zürich, wie Christoph bereits kurz erwähnt hat, auf der gewünschten Flughöhe verwehrt blieb und wir den Einflug erst später auf einer tieferen Höhe erlaubt erhalten haben. Jedoch war es durch die Verzögerung nicht mehr möglich, die Mission am Freitag mit dem guten Wetter abzuschließen. Uns spielte in die Hand, dass die Hochwasserlage sich vorerst nicht entschärfte oder die Schleuse beim Bieler See offen blieb, sodass wir den zweiten Teil, wie ebenfalls erwähnt, 6 Tage später mit einem zweiten Flug, diesmal mit der Beach King Air, durchführen und die verbleibenden Linien realisieren konnten. Hier auch noch der zweite direkte Impact, den dieses Ereignis auf uns hatte. Die Priorisierung für diese Flüge soll in Zukunft für solche Ereignisse angepasst werden. Für zukünftige Rapid Mapping Einsätze sollten wir eine Blaulichtpriorität erhalten. Diese muss momentan noch von der entsprechenden Instanz beim Bundesamt für Zivilluftfahrt genehmigt werden. Wir rechnen aber stark mit einer Einführung per 1. Mai dieses Jahres. Während dem Flug wird ein Flugrapport erfasst, welcher alle Details des Fluges festhält, inklusive Störfaktoren, welche die Bildqualität beeinflussen könnten. Die beiden Speicherkarten mit je einer Speicherkapazität von zwischen 1,6 bis 3,8 Terabyte werden entfernt und im Anschluss auf die dafür vorgesehenen Rechner in Dübendorf gespeichert. Danach wird der Flugweg anhand GPS-Daten berechnet und die Genauigkeit mittels GPS-Bodenstationen erhöht. Schläge wie Vibrationen oder Abweichungen in der Längs-, Höhen- oder Querachse werden von der Plattform, auf welcher die Kamera steht, korrigiert
Wie stark diese Korrekturen sind, wird analysiert und damit zusammen auch die Bilder kontrolliert. QuickViews sind niedrig aufgelöste NRGB-Bilder. Hier werden alle Luftbildstreifen zusammengefügt und das gibt uns eine Übersicht über die Qualität. Im Anschluss wird natürlich auch unser LUBIS wieder aktualisiert und später werden die Daten dann nach Wabern transferiert, wo das Bild bearbeitet und mittels den auch schon erwähnten Ground Control Points dann oder die Orientierung dann verbessert wird und das Endprodukt Orthofoto dann entsteht. Dieses Produkt wird aus den einzelnen Streifen zusammengefügt und von den Spezialisten hier in Waben vollendet. Mit der Publikation dieses Produktes endet im Prinzip der Auftrag für Swiss Topo, wie Christoph bereits erwähnt hat. Im Gegensatz zu CharterCall werden die Interpretationen respektive die Auswertung der Bilder dem Kunden überlassen noch. Hier ein Ausschnitt von dem Ereignis und dann auch wieder hier ein kurzer Vergleich mit dem Vorher-Nachher-Bild hier mit dem Nahinfrarotbild. Wie gerade erwähnt, dies ist noch nicht Teil von Rapid Mapping. Für die Auswertung gibt es im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten, eine manuelle Erfassung oder eine automatische Ableitung. Mit Unterschieden dann in der Skalierbarkeit und der Geschwindigkeit respektive Genauigkeit des Produktes. Das hier nur als Beispiel. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und würde versuchen, das Wort an Markus Müller vom BAFU zu übergeben. Ja, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für die vorhergehenden Erläuterungen. Ich möchte gerne einige Gedanken und Ergänzungen aus Sicht der Ereignisbewältigung machen. Matthias Zesiger hat bereits erwähnt, oder, dass wir von zwei Phasen sprechen in der Ereignisbewältigung, nämlich dem Einsatz und dann der Instandstellungsphase. Das dünkt mich wichtig, dass wir das immer im Auge haben. Grundsätzlich haben Kantone und Bund den Auftrag, Schadenereignisse zu analysieren und dies zum Zweck der Ereignisdokumentation. Dazu nützen wir unter anderem auch Luftbilder. Und im Laufe der Zeit entstand dann von Seiten der Kantone der Wunsch, diese Ergebnisse eben auch für die Ereignisbewältigung nutzen zu können, im Sinne der Synergie, also dass da Bilder, die eben sowieso entstehen, auch anderweitig noch genutzt werden können. Und deshalb haben wir dann zusammen mit den Kantonen entsprechende Rahmenbedingungen diskutiert, anlässlich der Naturgefahrenkonferenz, aber auch bei diversen Besprechungen, Sitzungen mit Vertretern von Kantonen haben wir Rahmenbedingungen festgelegt. Diese Rahmenbedingungen sind wie folgt, und das müssen Sie als Endverbraucher, als Kunde eben immer im Auge halten. Rapid Mapping dient wirklich in erster Linie der Ereignisdokumentation und nur unter gewissen Umständen, wenn eben die Bilder rechtzeitig vorliegen, auch der Ereignisbewältigung. Also wir wollen wirklich diese Synergien nutzen, da bemühen wir uns auch jeweils, das gut zu koordinieren. Die Kantone wünschen dann auch einen Bestellweg. Sie haben das gesehen in der Darstellung von Matthias Zesiger. Also grundsätzlich ist es so, dass auf allen Ebenen die Bedürfnisse koordiniert werden sollten zwischen den Fachstellen und den Führungsorganen und dann aber entsprechend auf dem Naturgefahrenweg, also auf dem Weg der Fachstellen, diese Ergebnisse über den Kanton zum Bund kommen und das BAFU nachher mit Rücksprache mit der NATS dann diese Bestellung bei Swiss Topo auslöst. Und es wurde eben auch festgelegt, dass üblicherweise die Kantone ihre Befliegung für die erste Phase der Ereignisbewältigung, also für den Einsatz, dass die Kantone diese Befliegungen selber organisieren mit eigenen Mitteln. Das sind unsere Erfahrungen. Also wir haben einige Erfahrungen natürlich gemacht und ich darf sicher mal vorausschicken, dass die Erfahrungen bei diesen Einsätzen Bondo, Lawinenwinter, Hochwasser, Waldbrand, dass die unsere Erwartungen
erfüllt haben. Wir erhalten gute Produkte. Wir haben mittlerweile eben die Prozesse auf Stufe Bund trainiert. Sie sind bekannt, man kennt sich. Und es gilt jetzt auch diese für Katastrophen oder Krisenköpfe kennen, dieses Wissen auch nach unten weiterzugeben, also mit den Kantonen zu schulen. Aber grundsätzlich dürfen wir sagen, die Erfahrungen sind gut und wir schulen uns da laufend weiter und versuchen jedes Mal von Ereignissen, die da stattfinden, auch Erkenntnisse abzuleiten und uns zu verbessern. Erkenntnisse, die ich wichtig finde. Sie haben es gesehen, oder? Carlo hat es erklärt, wie komplex und aufwendig der Prozess ist. Ich staune übrigens immer wieder, mit welcher Professionalität ihr uns da unter schwierigsten Rahmenbedingungen super Produkte liefert. Aber es ist einfach nicht zu unterschätzen, der Zeitaufwand. Und dann haben Sie gesehen, diese externen Faktoren, die da das Produkt beeinflussen, da ist völlig klar, dass eine zeitgerechte Produktelieferung nicht garantiert werden kann. Es bemühen sich alle Partner, oder das Nötigste oder das Mögliche zu machen, aber es ist einfach so, wir können keine Produktelieferung garantieren, insbesondere nicht für die Phase des Einsatzes, für die heiße Phase. Und deshalb ist ein wichtiger Schluss, Rapid Mapping sehe ich persönlich wirklich eher für die Instandstellungsphase. Und da ist das ein sehr wertvolles Produkt. Es ist aber, wie gesagt, nicht das Produkt der ersten Stunde auf der taktischen Ebene. Aber eben der Wert in der Instandstellungsphase ist nicht zu überschätzen. Es ist wirklich ein sehr wertvolles Produkt. Ich war 2005 Zivilschutzkommandant im Kanton Nidwalden, habe die Hochwasser dort erlebt. Wir hatten 500 Rutschungen in unserem Kanton und mussten die mehr oder weniger von Hand nachtragen, rekognoszieren. Und es wäre für uns extrem wertvoll gewesen, ein solches Produkt zu haben und einen Gesamtüberblick schnell auf Stufe Kanton zu haben. Also Rapid Mapping Produkte eher für die strategisch-operative Stufe, also ich sage jetzt mal Stufe Bund, Bundesstab, für den kantonalen Führungsstab und nicht für die erste Phase des Ereignisses. Was sind die Konsequenzen für die Kantone? Ich sage jetzt mal die Kantone eben als Endverbraucher. Der Kanton, und das haben wir immer gesagt, er braucht einen Plan A für den Einsatz. Also den Einsatz müssen Sie mit eigenen Mitteln gestalten, mit Mitteln, die Sie im Kanton vorhalten oder die Sie sich vertraglich zusichern. Es braucht aber auch für die Ereignisdokumentation einen Plan B, weil je nachdem eben auch nicht zeitnah für die Ereignisdokumentation die Resultate kommen können. Und deshalb müssen die Naturgefahrenfachstellen sich auch überlegen, wie kommen sie zu Ereignisdokumentationsprodukten, wenn mal Swisstopo Rapid Mapping nicht bereitstellen könnte. Ganz wichtig finde ich, dass die Kantone wissen, wie sie den Prozess Rapid Mapping kantonsintern definieren. Also eben wie die Koordination zwischen Fachstellen und Führungsstellen auf Stufe Gemeinde, Region und Kanton funktionieren. Das kann man im Rahmen von Naturgefahrenübungen mal trainieren. Das kann man auch definieren, muss man definieren und das muss man auch ausbilden. Und dann ist es für mich wichtig, dass das immer im Rahmen des kantonalen Führungsstabs funktioniert, dass eben alle eingebunden sind, die eingebunden werden müssen, dass das koordiniert ist und dass das ideale Mittel dazu ist, der kantonale Führungsstab. Voilà, merci Matthias. Ja, vielen Dank, Wolfgang Ruf. Ich werde jetzt Ihnen allen noch etwas erzählen über die Ereignisdokumentation, unsere Erfahrungen mit Luftbildern, mit Bilddaten, Satellitenbildern. Eben aufgrund von Rapid Mapping über die Jahre hinweg und die Inwertstellung oder den Nutzen, den wir daraus ziehen konnten. Damit komme ich eigentlich schon dazu, den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Eben, es hat eine lange Tradition, dass wir Luftbilder verwenden oder Bilddaten, besser gesagt, verwenden für die Ereignisdokumentation. Das fing schon an mit
Vivian 1990 sind ja ganz viele Ereignisse aufgeführt. Ich möchte sie nicht alle vorlesen, aber Sie sehen, es auf unterschiedlichsten Arten, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Regionen, wo das zum Tragen kam. 2005 war sehr wichtig, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, darum ist das jetzt auch rot gemalt und eben das Hochwasser von 21. Welche Naturgefahren betrachten wir? Zum einen sind das diejenigen, die im Wasserbau- und Waldgesetz erwähnt sind, wo auch das BAFU eine Verantwortung hat. Das sind eben die gravitativen Naturgefahren, Lawinen, Rutschsturz, Moorgänge, Überschwemmungen, seien das jetzt dynamische oder statische. Also statisch sind dann langsame Seespiegelanstiege zum Beispiel, aber auch Sturm, Waldbrand oder auch, falls das der Fall wäre, Erdbeben. Erdbeben kam bis jetzt noch nicht zum Einsatz, aber wäre auch in dem Portfolio mit drin. Es wurde schon erwähnt, aber es gibt eben einen gesetzlichen Auftrag für die Ereignisdokumentation im Wald- und Wasserbauverordnung, und zwar auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite auf der Ebene der Kantone, die für die Grundlagenbeschaffung für Ereigniskataster zuständig sind, die Hauptverantwortung beim Schutz von Naturgefahren liegt eigentlich bei den Kantonen, beim Bund liegt eigentlich mehr so die strategische Verantwortung. Eben, und darum hat man das auch an die Kantone delegiert, dass sie eigentlich die Ereignisse erfassen, damit sie dokumentiert sind für spätere Zwecke, dass man das in die Gefahrenbeurteilung einbringen kann oder Lehren daraus ziehen. Aber es gibt auch einen Auftrag an den Bund selber, wenn nationales Interesse besteht, dann erhebt auch der Bund Erhebungen durch. Und auf diese beiden Gesetzesartikel stützen wir uns eigentlich auch mit unserer Rolle als Auftraggeber für das Rapid Mapping. Also zum einen auf eigene Interessen, eben Artikel 13 und Artikel 15, wo wir eigentlich für die Kantone das machen und sie damit eigentlich unterstützen. Ich hatte schon erwähnt, 2015, das war so ein bisschen ein Wendepunkt. Die Hälfte der Schweiz war betroffen von dem Ereignis. Man hat damals Einzelbilder erstellen lassen durch die Luftwaffe, die geflogen ist. Das ging sehr schnell. Dann hat man aber auch für das Swiss-Topo eine Woche nach dem Ereignis sehr wertvolle Bildflüge machen lassen, wo dann Autofotos erstellt worden sind. Die nächste Folie bitte. Diese Ereignisdokumentation, die dient zu einem großen Teil eben auch daraus Lehren zu ziehen. 2005 hat man dann auch eine große Ereignisanalyse gemacht. Man hat sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Man konnte sich seitdem eigentlich, gab es eine große Entwicklung im Umgang mit Naturgefahren, wo man auch große Schritte weitergekommen ist. Aber nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der, sage ich mal, der Ebene der Abläufe ist man darauf gekommen, dass eben gewisse Mängel da waren. 2005, jetzt gerade was die Bilddaten anging, da hatte man das Glück, dass die verantwortlichen Personen sich persönlich gekannt haben. Darum ist das so gut gegangen. Aber wir haben eben festgestellt, das muss auch personenunabhängig etabliert werden. Und das war eigentlich dann auch so die Geburtsstunde auf der einen Seite der Führungsorganisation BAFU, wo auch immer ständig ein Vertreter der Ereignisdokumentation drin ist. Das war aber auch die Geburtsstunde, sage ich, von dem heutigen Rapid Mapping. Eben diese personenunabhängige Etablierung, die Abläufe definieren, und eigentlich erst das hat es bewirkt, dass wir heute da sind, wo wir heute stehen. Eben mit diesem Bereitschaftsdienst und Business Continuity Management und so weiter, was Matthias Zessig eigentlich schon sehr schön dargelegt hat.
Dann, wann kommt das zum Einsatz? Das richtet sich eigentlich oder leitet sich aus diesem gesetzlichen Grundauftrag eigentlich ab. Eben, es muss ein Naturgefahrenereignis sein. Es muss auch nötig sein, dass man diese Bilddaten braucht für die Dokumentation und oder die Bewältigung. Also wir machen das nicht einfach aus Spaß, das sind natürlich auch wieder wirtschaftliche Verhältnismäßigkeitsüberlegungen drin und eben auch der Mitteleinsatz muss entsprechend angepasst sein. Das ist mal das eine. Das andere ist dann, dass entweder nationales Interesse besteht, eben das BAFU erhebt Grundlagen von nationaler Bedeutung, oder eben unterstützen für die Kantone, wenn mehrere Kantone betroffen sind. Weil es nicht sein kann, dass wir jetzt, dass der Kanton A mit dem Anliegen kommt, Kanton B kommt mit einem anderen. Im Zweifelsfall haben wir nicht die Zeit dazu und auch wäre es wirtschaftlich nicht vertretbar, wenn dann irgendwie zwei oder dreimal geflogen wird und die einzelnen Kantone würden sich auch die Mittel dann wegschnappen. Daher dann eben auch, wenn mehrere Kantone betroffen sind, diese Koordination, die dann durch uns stattfindet. Aber wie schon gesagt, der Entscheid über die Beauftragung, die liegt dann beim BAFU. So, was haben wir jetzt für Erfahrungen gemacht? Was haben uns diese Daten gebracht? Welchen Wert haben sie? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele aufgeführt beim Waldbrand FISP. Das war das erste, wo ich selber beteiligt war. Da war eigentlich dann ganz schnell klar, da ist durch die verbrannte Erde ist viel Material, was bei stärkeren Niederschlägen zu Hangmuren, Schlammlawinen kommen könnte. Man braucht eigentlich diese Daten in der ersten Stelle mal für das, um da einen Überblick zu gewinnen, wie muss man diesen Hang vielleicht jetzt stabilisieren. In zweiter Linie dann auch für die Wiederherstellung der Schutzwaldfunktion. Ganz aktuell jetzt Gambaronio im Tessin, da möchte man jetzt auch ein Vegetationsmonitoring machen. Man hat jetzt Bilder gemacht, man macht das dann im Juni, ist geplant, den nächsten Flug, um nachher dann auch zu sehen, wie die Vegetation da wieder kommt oder eben auch dann die Schutzwaldfunktion auch erhalten kann. Lawinenwinter haben wir auch schon angesprochen gehabt. Wir haben sehr große Perimeter Satellitendaten erhalten können und es war wirklich möglich, praktisch die meisten oder wichtigen Lawinenanrisse zu kartieren, was das SLF gemacht hat. Diese Daten, die sind jetzt auch in den Naturereigniskataster eingeflossen, den die Kantone ja auch pflegen müssen und eben haben sehr viel gebracht für die Maßnahmenplanung, was man dann auch dort gemacht hat und auch, was das SLF gesagt hat, sehr wichtig auch für die Überprüfung ihrer Lawinenwarnung, weil sie haben eigentlich sonst sehr wenig Möglichkeiten zu validieren, ob ihre Warnstufen groß oder sehr groß, ob das eigentlich auch wirklich dann so zugetroffen hat. Und das hilft natürlich auch für zukünftige Warnungen eminent. Schadenübersicht beim Sturm Vivian war da ein großes Thema. Beim Hochwasser 21, da war uns eben auch ein großes Anliegen, das auch als Test für die Möglichkeiten zu sehen, was kann man mit diesen Daten machen. Es ging eigentlich darum, auch Wasserspiegellagen jetzt in der Aare zu bestimmen mit diesen Daten, weil diese natürlich auch sehr wichtig sind für die Abflussmodelle, Überschwemmungsmodelle, dass man da auch unabhängige Daten hat. Das war eigentlich da so ein Hauptfokus, warum wir gesagt haben, das ist ein interessanter Fall für dieses Rapid Mapping. Abgeleitet wurde auch schon erwähnt, Überflutungskarten, die man aufgrund diesen Bildern erstellt oder auch 2005 erstellt hat, was dann sehr wertvoll ist, um die Gefahrenkarten zu überprüfen. Wenn man da merkt, das sind große Abweichungen, dann muss man auch da diese Gefahrenkarten entsprechend anpassen. Und eben auch, dass die Dokumentation im Ereigniskataster Stormy dann stattfindet. Beim Bergsturz Bondo war Kommunikation ein großes Thema. Die Öffentlichkeit hat sich sehr drauf gestürzt, wollte Informationen. Da waren diese Daten sehr wichtig. Wissenschaftliche Erkenntnisse waren ein großes Thema und natürlich aber auch in der Phase selber, was man jetzt eigentlich für
kurzfristigen Maßnahmen machen muss, da waren die Daten auch im Einsatz. Allgemein kann man sagen, eben Ereignisdokumentationsdaten, die dienen eigentlich der Verbesserung der Gefahrenbeurteilung. Sie sind sehr wichtig für die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und auch um den Risikodialog mit den Personen vor Ort zu führen. Das Fazit aus dem Ganzen. Ohne diese Bilddaten aus der Fernerkundung hätten wir bei großen oder wie Bondo sehr speziellen Ereignissen die Bedürfnisse nicht abdecken können, die die Kantone hatten oder auch das BAFU in Bezug auf die Ereignisdokumentation. Und an dieser Stelle möchte ich meinen ganz großen Dank an die Swisstopo ausstellen im Namen des BAFU, aber auch ganz klar im Namen der Kantone, die unsere Hauptkunden sind, eben für diese exzellente Zusammenarbeit über die letzten Jahre mit sehr großem Engagement, mit sehr großem Einsatz, Zeitaufwand. Das ist wirklich, macht Spaß, das macht Freude, wenn man so zusammenarbeiten kann. Eben unser herzliches Dankeschön an Swisstopo für euch. Was auch wichtig ist, wir können nicht stehen bleiben. Die Technik für Weiterentwicklung, da müssen wir am Ball bleiben, aber auch damit wir unsere Abläufe immer wieder trainieren können. Es kommen andere Leute dazu, eben wir müssen üben, Erfahrungen sammeln. Das geht weiter und auch die Aufgabe bleibt ja nicht stehen. Auch die Aufgabe ist eine Zukunftsaufgabe, die weiterhin erfüllt werden muss. Zusammenfassend möchte ich eigentlich das Fazit sagen, das Rapid Mapping, wir machen es nicht für uns, weil es eine schöne Aufgabe ist, sondern wir machen es, weil es ein Dienst am Kunden ist, also vor allem die Kantone oder dann auch weiter unten dann bei den Gemeinden. Und es ist eben eine gemeinsame Leistung vom Bund für unsere Kunden, gemeinsam Swisstopo und BAFU. Und ich möchte eigentlich ja noch hier erwähnen, natürlich die nationale Alarmzentrale. Und wofür machen wir das? Das müssen wir uns auch immer vor Augen halten, ist für den Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und gebe jetzt eigentlich zurück wieder an Matthias, glaube ich. Ganz genau, da sind wir wieder. Besten Dank für all diese Präsentationen und Inputs. Und wir werden entsprechend jetzt beim Teil der Fragen, wo ich jetzt vielleicht zuerst das Plenum hier fragen möchte, gibt es eine Frage aus dem Saal? Es wird großzügigerweise dem Chat der Vorrang gegeben. Christian, gibt es dort Fragen? Ja, im Chat sind ein paar Fragen gestellt worden, zuerst von Pascal Pürki. Einerseits möchte er sagen, dass Rapid Mapping eine super Dienstleistung ist und herzlichen Dank für den Effort. Und er möchte gerne fragen, was die Kriterien sind für die Auslösung eines Rapid Mapping Falls. Ich denke, das wurde vorhin von Wolfgang bereits beantwortet. Eben, das sind die, es muss ein Naturereignis sein, es muss, die Bilddaten müssen gebraucht werden, es braucht einen verhältnismäßigen Mitteleinsatz und es muss ein wirklich großes Ereignis sein, in dem Sinn, dass zumindest ein nationales Ereignis ein Interesse vorliegt oder aber mehrere Kantone davon betroffen sind. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, ist, ob bei Überschwemmungen oder Waldbränden optische Kameras aus der Luft wirklich die am besten geeigneten Sensoren sind. Wäre es möglich, andere Arten von Sensoren, wie beispielsweise Radar- oder Wärmebildkameras im Flugzeug zu verwenden? Ist dies ein Plan, wenn dies heute noch nicht möglich wäre? Die Frage nach weiteren Sensoren stellt sich immer. Carlo hat vorhin vorgestellt, dass ja im Helikopter liegt zum Beispiel noch dieser LIDAR-Sensor steht zur Verfügung. Das ist etwas, was wir momentan auch am Abklären sind. Dort haben wir jetzt die Möglichkeiten mit, also jetzt haben wir alle Software, jetzt haben wir das Know-how in-house, wo jetzt geprüft wird, was könnte damit gemacht werden. Das wäre natürlich sehr interessant, um relativ schnell auch Informationen bezüglich verschobener Volumina oder was auch immer machen zu können.
Das andere Beispiel oder die andere Frage, Teil der Frage bezüglich der Wärmebildkamera. Auch dort könnten sich theoretisch Fragestellungen daraus ergeben, das ist klar, dort sind wir auch offen. Die Frage ist übrigens auch jetzt im Zusammenhang mit diesem Waldbrand Gambaronio aufgepoppt. Und da mussten wir ganz klar sagen, das ist Teil Einsatz. Das ist das, was Markus Müller vorhin auch gesagt hat. Dort ist die Feuerwehr im Einsatz am Löschen. Und dort können wir jetzt mit diesen Wärmebildkameras, wir könnten zwar die Situation erfassen, festhalten, aber um dann den Einsatz zu unterstützen, das können wir nicht bieten. Das macht null Sinn. Das sind wirklich die Einsatzkräfte, brauchen da diese Mittel, haben sie übrigens auch gehabt mit Zusammenarbeit Feuerwehr aus Italien, die diese Informationen geliefert hat. Das sind dann Realtime-Informationen, die Feuerwehr braucht. Und bis wir das erfasst hätten und publiziert hätten, da wäre der Nutzen schlicht und einfach nicht mehr da. Aber ja, ganz generell kann ich die Frage so beantworten. Wir sind definitiv offen für weitere Sensoren und Möglichkeiten, um dies abzuklären. Und wir beharren in dem Sinn nicht auf den Kameras, den Sensormöglichkeiten, den Aufnahmeplattformen, die wir besetzt, die wir heute vorgestellt haben. Es gab noch eine Bemerkung zu Kalibration mit Bodenbeobachtungen, Entscheidungsauftrag für Material. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ja, das ist ein Stichwort. Die Frage ist Kalibration, Bodenbeobachtungen, Entscheid, Auftrag, Filmmaterial. Es tut mir leid, ich verstehe die Frage nicht. Also was da passiert, da kann vielleicht könntest du Wolfgang noch übernehmen bei dieser Frage bezüglich Ereignisdokumentation. Die passiert ja nicht nur mit Bilddaten, sondern da sind ja meines Wissens in der Regel auch Leute am Boden im Einsatz. Könntest du dazu noch kurz was sagen, Wolfgang, bitte? Also ja, ich kann versuchen, was zu sagen, auch wenn ich die Frage auch nicht genau verstanden habe, worauf sie abzielt. Aber es ist natürlich schon so, dass bei der Ereignisdokumentation nicht nur diese Luftbilder oder Satellitenbilder herangezogen werden. Die Kantone haben auch im Ereignisfall den Auftrag, natürlich vor Ort rauszugehen, ins Feld, zu schauen, was dort passiert. Und das zu dokumentieren. Also im Stormy, in dem Ereigniskataster haben wir mittlerweile 40.000 oder über 40.000 Einträge. Hauptsächlich seit den 90er Jahren, zum Teil auch früher, aber seitdem ist eigentlich die Hauptaufnahme gemacht. Also daraus sehen Sie, dass da eigentlich sehr viel läuft. Und es ist einfach so, dass eine und das andere sind unterschiedliche Maßstabsebenen. Weder das eine noch das andere alleine gibt eigentlich ein vollständiges Bild. Und gerade jetzt bei dem Lawinenwinter, da haben wir das auch gemerkt, die Kantone sind rausgegangen, sie haben das, was sie kartieren konnten, gemacht. Gewisse Kantone mit dem Helikopter, die waren wahrscheinlich genauer, die konnten, also ein kleiner Kanton konnte das eigentlich vielleicht relativ gut machen, aber andere dann großflächige Kantone, die wären nie in der Lage gewesen, quasi alle Ereignisse zu erfassen. Also somit haben wir quasi mit diesen Bildern, mit diesen Satellitenaufnahmen einen Überblick eigentlich quasi über die allermeisten Lawinen, die abgegangen sind. Und dort, wo man vor Ort nachher noch draußen war, hat man diese dann eben dann noch viel genauer können kartieren und dann die Größen abschätzen. Und ja, das passiert dann auf dieser Ebene. Chat ist. Moment. Eine weitere Frage aus dem Chat. Ist es realistisch, dass Rückmeldungen von Beobachtungen in den Prozess einfließen?
in den Prozess eines Rapid Mapping Einsatzes? Also ich verstehe die Frage so, ich würde auch das gerne wieder dem BAFU weitergeben, weil die ganze Koordination, eben Steuerung, was passiert oder gemacht werden soll, das kriegen wir ja dann den Auftrag des BAFU. Es kann ja durchaus auch sein, eben nehmen wir ein solches Ereignis wie 2005, da war kann es sein, dass man irgendwo einfach mal startet, ein Bedürfnis hat und loslegt. Und dann kommen immer weitere Teile noch dazu. Darf ich dir das Wort dazu auch noch mal ganz kurz geben, Wolfgang? Ja, sehr gerne. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir erstmal nicht von uns aus sagen, ja, wir, da ist irgendwas, jetzt geben wir den Auftrag. Sondern in der Regel kommen eigentlich die Kantone zu uns, die sagen, wir wissen, da und da ist was passiert, da sollten wir Bilder haben, da ist es interessant, da gibt es ein Problem. Und dann schauen wir natürlich dann auch sofort, haben andere Kantone auch dieses Problem? Also wir fragen dann, ich meine, wir wissen ja auch aus den allgemeinen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, wo die Brennpunkte irgendwo sind, und dann machen wir den Abgleich und wir kennen unsere Leute da in den Kantonen, fragen sie dort, habt ihr auch einen Bedarf, und dann tragen wir das zusammen und dann gibt das Gesamtbild. So war das auch beim Lawinenwinter 2019. Da hat das relativ bald mal angefangen, der erste Kanton kam zu uns und wir haben dann auch sofort gesagt, ja, welche Kantone sind eigentlich potenziell betroffen? Wir fragen diese an, und bis auf einen Kanton haben noch alle gesagt, ja, wir haben auch dieses Bedürfnis, und dann haben wir den Perimeter festgelegt. Es kann natürlich auch sein, dass wir von uns aus selber schon denken, es ist was, und bevor der Kanton kommt, fragen wir unsere Partner. Aber wir bündeln das zusammen und dann schauen wir, dass der Perimeter dann auch mutmaßlich groß genug ist, dass wir nachher nicht nochmal nachjustieren müssen. Danke. Eine weitere Frage aus dem Chat ist, entscheidet der Zeitpunkt, ob der Flugauftrag für Bewältigung oder Dokumentation gemacht wird? Und wer entscheidet das? Ja, okay. Ja, ich antworte auch gerade nochmal. Also, und Matthias kann sicher noch ergänzen. Also zum einen ist natürlich mal das Bedürfnis. Das ist eigentlich das, wo im Zentrum steht. Also wir lösen nicht etwas aus, wo das Bedürfnis nicht gegeben ist. Und wenn das Bedürfnis dann zu uns herangetragen wird, dann prüfen wir das, ist das realistisch, ist das nicht realistisch. Und gerade jetzt so beim Waldbrand Gambaronio kamen eben jetzt beide Bedürfnisse zusammen, und dann haben wir gemerkt, ja, in diesem Falle ist es jetzt nicht möglich, weil also für die Ereignisbewältigung, weil dort wollten sie wirklich wissen, wo sind diese Glutnester. Auf der einen Seite wussten wir, es sind auch schon vom Kanton selber über die Führungsschiene ja Helikopter im Einsatz, wo auch schon Kameras haben. Auf der anderen Seite, für den großen Überblick, wären wir nicht in der Lage gewesen mit Satellitenbildern. Satellitenbilder, die haben auf dem Thermalkanal eine viel zu geringe Auflösung, dann mussten wir sagen, okay, in diesem Falle können wir für die Ereignisbewältigung nichts liefern. Und mussten sagen, dieses Bedürfnis können wir nicht abdecken. Aber für die Ereignisdokumentation, das konnten wir. Also, aber es war eben, ist quasi nicht so, wie wir sagen, ja, wir machen mal und schauen, wenn dann was rauskommt, sondern das Bedürfnis muss da sein, und dann machen wir die Triage und sagen, ja, wir haben Aussicht auf Erfolg und wir probieren das, und oder wir sagen von vornherein, es geht nicht. Matthias, vielleicht möchtest du noch ergänzen? Ja, es ist alles entscheidend im Prinzip vom Bedürfnis respektive vom Auftrag, wie wir den kriegen. Und was wir einfach, das hat Markus auch schon angetönt, was wir ganz klar festhalten müssen, wir können nicht jeden Auftrag eins zu eins umsetzen. Wir haben im entscheidenden Moment eben ist dann diese Realität, und das ist dann wir versuchen den bestmöglichen Fall umzusetzen.
der zu diesem Zeitpunkt auch möglich ist. Eben wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, zwei große Kantone möglichst schnell Daten haben möchten, gute Auflösung mit für die Ereignisbewältigung, ja, das schaffen wir schlicht und einfach nicht, weil die Aufnahmekapazitäten dann nicht ausreichen würden. Also eben, das ist einfach dieses sich darauf verlassen, dass wir in jedem Fall alle Bedürfnisse abdecken können, das ist sehr, sehr heikel. Und darum hat ja Markus auch diese Pläne A und B und so weiter so prominent erwähnt, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir können, ja, etwas plakativ gesagt, auch nicht zaubern. Es gibt noch eine weitere Frage zum Filmmaterial. Und zwar werden auch in Anführungszeichen normale Filmaufnahmen gemacht, sozusagen als Nebenprodukt. Bisher nicht, nein. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, wir haben noch die eine oder andere Information gekriegt, welche Daten wir in der Vergangenheit auch schon aufgenommen haben, die man als Rapid Mapping bezeichnen könnte. Zum Teil sehr lang herliegende Aufnahmen. Besten Dank für diese Hinweise, die werden wir in dieser Liste sicher auch noch aufnehmen. Gut, dann komme ich zum Ausblick, respektive ein bisschen ein Fazit, Ausblick dieses Kolloquiums von heute. Wir haben eingangs gesagt, wir möchten klassisches Rapid Mapping, aber auch neue Möglichkeiten vorstellen. Beim klassischen Rapid Mapping ist es ganz wichtig, das hat Wolfgang auch nochmals darauf hingewiesen, dass wir die Kontinuität sicherstellen, dass wir aber auch weitergehen. Garlo hat davon gesprochen, dass wir eben diesen Blaulichtstatus für den Flugdienst erhalten sollten, was zum Beispiel etwas ganz Wichtiges ist oder ganz wichtig wäre für uns. Und gleichzeitig eben versuchen wir auch weitere Daten aus den Bilddaten abzuleiten, sodass die dann schnell einer breiten Öffentlichkeit auch zur Verfügung stehen. Bei den sogenannten neuen Möglichkeiten, die wir jetzt anhand dieses Charter-Einsatzes gezeigt haben, dort geht es wirklich darum, Erfahrungen zu sammeln, Einsatzmöglichkeiten zu prüfen. Das muss dann selbstverständlich klar evaluiert werden. Eben, wir müssen uns fragen, respektive das ist dann wieder eine Diskussion, die wir mit den Partnern führen. Sind jetzt die Daten hilfreich? Wenn ja, in welchem Kontext und so weiter? Einfach, dass wenn man dann sieht, ja, das ist sinnvoll, wir haben einen Bedarf dazu, dass man das sauber umsetzen und vor allem auch sauber dokumentieren kann, was es ist und was es nicht ist. Ich denke, im Rapid Mapping-Fall ist immer absolut zentral, dass wir die Grenzen und Möglichkeiten ganz, ganz klar beschreiben. Und in dem Sinn kann ich dann auch den Ball von Markus noch aufnehmen, das Angebot an die Kantone. Wir unterstützen sehr gerne, zum Beispiel eben, wenn es um die Definition dieser Pläne A und B auch geht, wo wir nicht prinzipiell vorgesehen sind. Wir unterstützen auch sehr gerne, wenn es, also wir als ganzes Rapid Mapping, meine ich jetzt, Bafunat, Swisstopo, wenn es darum geht, Fragen zu klären, Diskussionen zu führen, unter Umständen bei einem Training mitzumachen. Also kommen Sie dort wirklich sehr gerne auf uns zu. Und was ich dort auch noch, dass ich hier auch noch erwähnen kann, es ist eine Infoveranstaltung, ein Austausch mit den Kantonen von unserer Seite geplant. Entsprechende Informationen werden Ihnen dann direkt zugestellt werden. Gut, dann komme ich noch zum nächsten Kolloquium. Das findet heute in einer Woche statt, hat das Thema Spatial Data Science. Und ja, möchte mich ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken. Und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Auf Wiedersehen.